Auf den Schlachtfeldern des Ersten Weltkrieges ging in Eisen und Blut ein Kaiserreich unter, das ein halbes Jahrhundert zuvor mit Blut und Eisen begründet worden war. Wer war schuld an diesem Ende? So liebte jenes Reich sich zu präsentieren, mit dem Präsentiermarsch, mit der schimmernden Wehr. So sahen es die anderen von außen. Man sah die Paraden, die Soldaten, den Stolz des Kaisers, nachdem diese Epoche die Wilhelminische genannt wurde. Aber jener Kaiser, Wilhelm II., hatte nur den Stil seiner Zeit geprägt, nicht ihren Inhalt. Er war eher Galionsfigur als Kapitän. Und die Paraden waren nur eine Seite der Wilhelminischen Zeit. Das Zweite Deutsche Kaiserreich hatte viele Gesichter. Wilhelm II., in Feldherrnpose auch als Gast bei Schweizer Manövern, ist als Kind mit brutaler Strenge erzogen worden. Man hat aus ihm fast mit Gewalt einen guten Reiter gemacht. Nun sitzt er als Kaiser auch am Schreibtisch, im Sattel. Wie er dem Prinzen von Wales sagt, könne er beim Reiten besser nachdenken. Wilhelms linker Arm ist durch einen Geburtsfehler verkrüppelt und die eiserne Erziehung sollte jene körperliche Behinderung ausgleichen. So hält der Kaiser das Gewehr nur mit einem Arm. Er geht viel auf die Jagd. Man treibt das Wild an ihm vorbei und als er 43 ist, kann er einen Gedenkstein setzen lassen. Er hat seine 50.000. Kreatur erlegt. Der Kaiser hat auch andere Liebhabereien. Es heißt, er habe 1000 Uniformen, so oft zieht er sich um. Zum Hofball etwa als großer Kurfürst oder, um bei seinen Ahnen zu bleiben, als Friedrich der Große. Als Imperator, mit Helm und ohne. Schlicht nur als General und als Gardehusar. In Tropenuniform, aufgenommen in Wilhelmshöhe bei Kassel, und als Totenkopfhusar. Auch einmal in Zivil. Als Ehrendoktor in Cambridge. Ebenfalls ehrenhalber als englischer Oberst oder als englischer Admiral. Als deutscher Admiral. Und als Seemann an Bord seiner Yacht. Er reist viel. Über die Hälfte des Jahres ist der Reisekaiser von seiner Residenz abwesend. Der Enkel des sparsamen und zurückhaltenden ersten deutschen Kaisers ist der meist fotografierte und meist karikierte Mann seiner Zeit. Ganz Europa lacht über die Station seiner Orientreise in der französischen Karikatur. Der deutsche Kaiser besucht einen türkischen Harem. Er zieht auf einem Esel in Jerusalem ein. Und er nimmt sogar ein Bad im Jordan.
wichtigstes Attribut des Monarchen, der Schnurrbart. Die Zeichner verspotten ihn, aber für die deutsche Herrenmode wird Wilhelms Bart tonangebend. Es ist erreicht. Doch Wilhelm ist durchaus nicht nur eine Witzblattfigur. Sein Familienleben ist vorbildlich und die Berliner jubeln ihrem Kaiser zu, wenn er sich mit seinen 6 Söhnen zeigt. Sie spotten allerdings auch, Gott weiß alles, aber der Kaiser weiß alles besser. Denn Wilhelm, von seiner Unfehlbarkeit überzeugt, mischt sich in alles ein. Jedoch, er hat weder die Energie noch die Macht, alles zu entscheiden. Wie viel Macht haben die Bürger? Das wohlhabende Bürgertum hat wirtschaftlich erheblichen Einfluss. An den politischen Entscheidungen jedoch ist es in diesem Reich mit seiner halbfeudalen Struktur kaum beteiligt. Die Masse der Bevölkerung schließlich, die die Wirtschaft und den Staat letztlich trägt, ist in jenem System von der Macht weitgehend ausgeschlossen. Soziale Spannungen zwingen zur politischen Aktivität, zum Kampf der Genossen. Keiner der Genossen war dabei, als dies Reich noch mitten im Krieg gegen Frankreich und auf französischem Boden gegründet wurde. Die Generale waren in Versailles dabei, darunter Moltke und Roon, Architekten des Sieges. Sie hatten geholfen, das Reich mit Blut und Eisen zu einen. Bismarck, der eigentliche Gründer des Reiches, der die Zustimmung der Fürsten in unendlich mühsamen diplomatischen Verhandlungen erlangte. Der Großherzog von Baden, der das Hoch auf Kaiser Wilhelm ausbrachte, weil die Fürsten keinen Kaiser von Deutschland über sich, sondern nur einen deutschen Kaiser akzeptierten, als Ersten untergleichen. Und Wilhelm I., der neue Kaiser, dem dieser Titel zu wenig ist, wenn er nicht Kaiser von Deutschland sein kann und der sich als König von Preußen viel wohler fühlt. Sein Preußen, das von der Maas bis an die Memel reicht, dominiert im Bundesstaat. 62% der Deutschen sind preußische Untertanen. Die Zentren der Schwerindustrie liegen in Preußen. In weitem Abstand folgen die 3 anderen Königreiche. Bayern, Württemberg, Sachsen. Die Großherzogtümer Baden, Hessen, Oldenburg, Sachsen-Weimar, Mecklenburg-Schwerin, Mecklenburg-Strelitz. 12 Herzogtümer und Fürstentümer. Und die 3 Hansestädte, sozusagen die einzigen bürgerlichen. Bremen, Hamburg, Lübeck. Ein Reich aus 25 Bundesstaaten und den Reichslanden Elsass-Lothringen, die man 1871 den Franzosen abgenommen hat, gegen den Willen der Mehrheit der Elsässer und Lothringer. Die Hauptstadt dieses Reiches, in den ersten Filmaufnahmen 1895. Sie wirkt gemütlich. Sogar die Feuerwehr wird von Pferden gezogen. Aber schon sprechen die Berliner mit Stolz von ihrer Weltstadt. Die preußische und deutsche Residenz wird auf Befehl des Kaisers großzügig ausgebaut. Der Amerikaner Mark Twain bewundert die Raumverschwendung. Die Straßen sind so breit angelegt, wie ich es noch in keiner Stadt irgendeines Landes gefunden habe. Sehr elegant ist die Hauptstadt allerdings noch nicht. Und der Kaiser meint damals, außer den paar Schlössern und Museen habe Berlin den Fremden nur eins zu bieten, die Soldaten. Aber 1902 wird in Berlin bereits die erste U-Bahn-Strecke eröffnet. Und 12 Jahre später werden in der Hauptstadt 11-mal so viel Privatautos fahren, wie im ganzen übrigen Reich zusammen. Um 1900 gibt es elektrische Straßenbeleuchtung. Der Verkehr ist schon so dicht, dass eine Hofdame notiert: Anfangs haben wir uns gerührt umarmt, wenn wir uns nach solcher Überquerung des Potsdamer Platzes gesund auf der Insel wiederfanden. Wer gesund davon kam, kann sich von solchen Strapazen erholen. Etwa durch einen Ausflug nach Potsdam. Der Lunapark. Nun hat die Hauptstadt doch schon mehr aufzuweisen als nur Militär. Unter anderem die neueste Erfindung. Einen Apparat, mit dem man trockenen Fußes über das Wasser gehen kann.
Der Erfinder meint das ganz ernst. Und er hat sogar Konkurrenten, die andere Modelle auf den Markt bringen. In der Großstadt Berlin sind die Sitten schon damals recht frei. Damenringkämpfe sind gerade große Mode. Hier ringt Rixdorf gegen Pankow. Eine andere Attraktion wird als Training für die Ehe angekündigt. Der Elefant zeigt sich preußisch. Und die Germania Girls sind patriotisch, sexy. München, die Hauptstadt des zweitgrößten verbündeten Königreichs im deutschen Bundesstaat, ist eine andere Welt. Es lebt sich behaglicher an der Isar, weniger hektisch als an der Spree. Ländlich-bayerische Urwüchsigkeit überall in der Residenz. Aber München ist nun eine der sehenswertesten Städte Europas. Übrigens, damals fühlt sich neben vielen anderen ein arbeitsloser Maler namens Adolf Hitler von der heimlichen Hauptstadt der Kunst angezogen. Aber zu jener Zeit kennt diesen Namen noch keiner. Der Liter Bier, die Maß, kostet 20 Pfennig. Der Schuhplattler ist noch kein Museumsstück und beim Oktoberfest überwiegen die Bayern. In den ostdeutschen Provinzen, die ausnahmslos zu Preußen gehören, ist vom neuen Reichtum der industriellen Gründerjahre weniger zu spüren als im Westen. Allerdings auch weniger von der sozialen Strukturveränderung, die die Industrialisierung mit sich bringt. Ostelbien gilt dem liberalen Bürgertum und den Sozialisten als die Domäne reaktionärer Junker. Im Seebad Zoppot bei Danzig erholt sich die elegante Welt. Strenge Vorschriften für die Kleidung am Strand sorgen dafür, dass man von der Erholung nicht abgelenkt wird. Im Osten von Danzig bis Breslau gibt es noch mehr Platz als im Westen und mehr Zeit. Blieb die Zeit hier stehen? Gartenlaube. Idyll aus einem Jahrhundert, das eigentlich bereits vorbei ist. Neue Zeit ist schon da. Das Automobil erregt die Gemüter. Deutsche Erfinder, Otto, Daimler, Benz, haben entscheidenden Anteil an seiner Entwicklung.
Wilhelm II. Hat sich bereits ein Auto zugelegt, als viele Zeitgenossen die neue Erfindung noch für Spielerei halten. Der Kaiser will nicht nur der modernste, er will auch der mächtigste Monarch Europas sein. Unter seiner Regierung wird die deutsche Handelsflotte zur zweitstärksten nach der englischen. Wilhelm hat verkündet: Deutschlands Zukunft liegt auf dem Wasser. Sein Reich, stärkste Landmacht des Kontinents, soll auch maritime Weltmacht werden. Die Imperator ist das größte Schiff der Welt. Wilhelm ist auch ein großzügiger Förderer der Wissenschaften. 1910 verkündet er in der Berliner Universität die Gründung freier Forschungsinstitute, die weder dem Staat noch der Wirtschaft verpflichtet sein sollen. Von 1901 bis 1918 fällt ein Viertel aller Nobelpreise an Deutsche, unter anderem an Mediziner wie Emil von Behring, der mit seinem Diphtherieserum den Würgeengel der Kinder besiegte. Robert Koch für seine Forschungen über die Tuberkulose, Paul Ehrlich für seine Arbeiten über die Immunität. An Physiker wie Wilhelm Conrad Röntgen und Max von Laue für ihre Entdeckungen auf dem Gebiet der Röntgenstrahlen. Max Planck für die Quantentheorie. An Chemiker wie Adolf von Baeyer für seine Forschungen über organische Farbstoffe und Fritz Haber für die Arbeiten an künstlichen Düngemitteln. An den Historiker Theodor Mommsen, an den Dramatiker Gerhard Hauptmann. In dieser Epoche erfüllt sich ein Traum. Der Mensch lernt fliegen. 1891 unternimmt Otto Lilienthal bei Berlin seine ersten Segelflugversuche. Lilienthal hat von allen vielleicht den größten Beitrag zur Lösung des Flugproblems geleistet. Das sagt einer der Brüder Wright, denen 1903 der erste Motorflug gelingt. Lilienthals tödlicher Absturz hat in Deutschland abschreckend gewirkt. Engländer, Franzosen, Österreicher und Amerikaner sind in den nächsten Jahren die Pioniere der Fliegerei. Zur ersten Flugwoche in Johannisthal bei Berlin kommen 9 ausländische Piloten und nur ein Deutscher. Einem französischen Flugzeugführer, der den ersten Überlandflug in Deutschland unternimmt, 10 Kilometer von Tempelhof nach Johannisthal, schickt die Polizei ein Strafmandat wegen groben Unfugs. Aber 2 Jahre später sind schon 146 deutsche Flugzeugführer registriert. Der Wettbewerb, zu dem der König von Württemberg 1912 erscheint, hat eine sehr viel ältere Tradition als die Fliegerei. Schon Goethe schrieb: Wer die Entdeckung der Luftballone miterlebt hat, wird ein Zeugnis geben, welche Weltbewegung daraus entstand. Er behielt recht. 1913 werden allein in Deutschland 2300 Aufstiege registriert. Allerdings ein teurer Sport. 50 bis 100 Goldmark kostet eine Fahrt im Ballon für Vereinsmitglieder. Da man sich für diesen Sport nichts ausziehen, sondern eher mehr anziehen muss, ist er sogar für Damen zugelassen. Aber der größte Stolz der Deutschen zu dieser Zeit ist das Luftschiff. Für den Luftverkehr der Zukunft gibt man ihm größere Chancen als im Flugzeug. Trotz 10 Explosions- und Brandkatastrophen der gasgefüllten Luftschiffe, die in 7 Jahren zahlreiche Todesopfer fordern, glaubt besonders der Kaiser an die Konstruktion des Grafen Zeppelin. Er kabelt ihm zum 75. Geburtstag: Kaiser und Reich sind stolz auf den kühnen Eroberer der Luft. Bald gibt es eine Verkehrsluftschifffahrt. Und Graf Zeppelin wird bei seinen Reisen in Wien, wo ihn Erzherzog Eugen begrüßt, und besonders in Berlin stürmisch umjubelt. Der Kaiser lädt Besatzung und Passagiere, so wie sie sind, ins Schloss ein. Wilhelms Tochter schreibt: Mein Vater war ganz aus dem Häuschen. Als das deutsche Luftschiff das Riesenschiff Imperator überfliegt, fühlt der deutsche Bürger Wilhelms Anspruch auf den Rang einer Weltmacht für das Reich bereits gerechtfertigt. Das Selbstbewusstsein des jungen Reiches kommt aus einer wirtschaftlichen Kraft.
1870 betrug Deutschlands Roheisenerzeugung nur ein Drittel der englischen. 1910 hat sie sie weit überflügelt. Unter Wilhelms Regierung hat sich die Industrieproduktion verdreifacht, das Volkseinkommen verdoppelt. Aber das Millionenheer der Arbeiter und kleinen Handwerker arbeitet 12 bis 14 Stunden am Tag. Ohne soziale Sicherung bei Arbeitslosigkeit oder Krankheit, oft ohne Sonntagsruhe. Schwere Frauenarbeit ist die Regel. Schon unter Bismarck wurde ein Sozialversicherungssystem für die Arbeiter eingeführt, das als Vorbild nicht gilt. England folgt erst 20 Jahre später, Frankreich und die USA erst nach 50 Jahren. Arbeiterschutzkonferenzen bereiten Verbesserungen auch auf diesem Gebiet vor. Dem Wiener Karikaturisten scheinen die deutschen Sozialleistungen großartig im Verhältnis zu den mageren österreichischen. Aber sie reichen auch in Deutschland nicht aus. Die Industrialisierung hat Millionen in die Städte gezogen. Nun entstehen in Berlin Häuser mit 4, 5 Hinterhöfen. Der Zeichner Zille sagt, man kann einen Menschen mit einer Wohnung erschlagen wie mit einer Axt. Sozialkritik der Kaiserzeit. Käthe Kollwitz zeichnet die Kinder, die einen Teller Suppe als milde Gabe erbetteln müssen. Bei Verhandlungen im Betrieb fühlt der Fabrikherr sich als Herr im Haus. Wenn der Arbeiter streikt, antwortet der Unternehmer mit Aussperrung. Die Regierung setzt Truppen zum Schutz der Betriebe ein. Die Haltung des Kaisers schwankt. Einmal sagt er, die Arbeiter sind meine Untertanen. Ich muss für sie sorgen. Notfalls werde ich die Truppen zurückziehen. Ein andermal dagegen droht er, ich erwarte, dass beim Einschreiten der Truppen mindestens 500 Leute zur Strecke gebracht werden. 1905 fallen im Reich 15 Millionen Arbeitstage durch Streiks aus. 1910 sind es noch 7 Millionen. Im gleichen Jahr gehen durch Aussperrung 13 Millionen Arbeitstage verloren. Militär vor den Zechentoren. Von sozialer Partnerschaft ist unter solchen Umständen kaum zu sprechen. Die Gewerkschaften sind erst seit etwa 1900 als Sozialpartner anerkannt. Wer den 1. Mai feiert, wird ausgesperrt. Die Sozialdemokratie, die sich als Vertretung der Arbeiterschaft versteht, lebt 12 Jahre unter dem Ausnahmerecht von Bismarcks Sozialistengesetz. Dennoch, als mit Bismarck 1890 auch das Gesetz fällt, hat die Partei dreimal so viel Wähler wie vorher. Marx, Engels und Lassalle sind die geistigen Väter der Partei. Aber Männer wie Bebel, Ebert, Wilhelm Liebknecht, Scheidemann sind keine Revolutionäre im marxischen Sinn. Doch immer wieder stehen sie vor Gericht, angeklagt wegen Hochverrat, Majestätsbeleidigung, Geheimbündelei. Während der Sitzungsperioden des Reichstags sind sie als Abgeordnete immun, aber zwischendurch werden sie erneut vor Gericht gestellt und zu Festungshaft oder Gefängnis verurteilt. Bei solcher Sozialistenjagd ist der Staat nicht sonderlich geschickt. Wenn die Sozialisten Gedenkfeiern für die Toten der Revolution von 1848 veranstalten, sucht die Polizei sogar auf Kranzschleifen nach staatsgefährdenden Inschriften. Zensur auf dem Friedhof. Kein Wunder, dass die Sozialdemokraten immer mehr Stimmen gewinnen. Sie kämpfen unter anderem gegen die Bestimmung, die neben Geisteskranken und Minderjährigen auch Frauen die Teilnahme am politischen Leben verbietet. 1912 ziehen die Sozialdemokraten mit 110 Abgeordneten als stärkste Fraktion in den Reichstag ein. Aber nur in den Reichstag. Denn in Preußen gilt ein anderes Wahlrecht, gegen das die Sozialdemokraten jahrzehntelang ebenso heftig wie erfolglos protestieren und demonstrieren. Polizei wird eingesetzt, um das preußische Wahlrecht aufrechtzuerhalten. Dieses Wahlrecht teilt die Wähler nach ihrem Steueraufkommen in drei Klassen. 1903 zahlen die wohlhabendsten 240.000 Wähler ein Drittel der Steuern. Auf ihre Stimmen entfallen ein Drittel der Abgeordneten. Auf die Stimmen der 850.000 Wähler des Mittelstandes, die das zweite Drittel der Steuern zahlen, kommt das zweite Drittel der Mandate. Und alle anderen, über 6 Millionen Wähler, werden wiederum nur von einem Drittel der Abgeordneten vertreten. Im Volk erzählt man sich die Geschichte von dem Bauern, der ein paar Ochsen besaß und in der zweiten Klasse wählte. Als er durch eine Viehseuche mit seinen Ochsen seinen Wohlstand verlor, rutschte er automatisch in die dritte Klasse. Wer hat denn nun, fragte der Bauer, das Wahlrecht gehabt? Ich
oder meine Ochsen. Kann die Internationale der Sozialisten den deutschen Sozialdemokraten helfen? Tausende jubeln dem französischen Sozialistenführer Jean Jaurès zu, als er in Berlin spricht. Aber Jaurès wird 1914, drei Tage vor Kriegsausbruch, in Paris ermordet werden. Die Internationale wird zerbrechen. Rosa Luxemburg und Clara Zetkin werden im Krieg eine andere Internationale gründen. 1913 stirbt der Führer der Sozialdemokraten August Bebel. Der einstige Drechsler aus Köln, Mitglied des katholischen Gesellenvereins in Freiburg, wird zu Grabe getragen wie ein König. Bebel war kein Lenin. Diktatur des Proletariats stand nicht in seinem Parteiprogramm. Die Mitglieder der sozialdemokratischen Reichstagsfraktion, die in der Schweiz seinen Sarg geleiten, sind so gute Demokraten wie Sozialisten. Zu Hause in Deutschland allerdings ist die Demokratie noch unterentwickelt. Im Schloss findet jeweils die feierliche Eröffnung des neuen Reichstags statt. Die Volksvertretung muss zum Kaiser kommen, nicht umgekehrt. Auch in der täglichen Arbeit des Reichstags ist die Konstruktion kurios genug. Die Abgeordneten können die Gesetze machen, aber der Kanzler ist nicht ihnen verantwortlich, sondern dem Kaiser. Von ihm allein wird er ernannt und entlassen. Allerdings, gegen den Reichstag kann der Kanzler auf die Dauer auch nicht regieren. Das wusste schon Bismarck. Gegen den winzig kleinen Zentrumsführer Windthorst, seinen größten parlamentarischen Gegner, konnte er den jahrelangen Feldzug um den Einfluss der katholischen Kirche in Deutschland nur mit Hilfe der Liberalen führen. Der Kulturkampf, in dessen Verlauf die Mehrzahl der preußischen Bischöfe ins Gefängnis kam und Tausende von Pfarrstellen verwaisten, endete schließlich mit einem Kompromiss. Bismarck bekam einen päpstlichen Orden und das Zentrum wurde sein möglicher Bündnispartner im Reichstag, nun gegen die Liberalen. Direkt vor dem Reichstag wird später ein Bismarck-Denkmal aufgestellt von den dankbaren Bürgern. Doch Bismarck war auch mit den bürgerlichen Parteien grob genug umgegangen. Durch sein Sozialistengesetz sahen die Liberalen zu Recht die demokratische Freiheit überhaupt gefährdet. Nur mit massivem Druck, mit Reichstagsauflösung und Appell an die Angst der Bürger vor sozialem Umsturz gelingt es Bismarck, einen Teil der Liberalen zur Zustimmung zu bewegen. Als der Kanzler schließlich vom Kaiser entlassen wird, wird er im Volk bald zum Mythos. Das Parlament, die Vertretung des Volkes, hat nichts Mythisches. Andere liefern bunteren Stoff für die Fantasie, eignen sich besser zum Jubel. Die Könige zum Beispiel, die schon damals anfangen, zu illustrierten Königen zu werden. Die Bayerische Majestät, der König von Württemberg oder der von Sachsen. Unter Badens Großherzog, wie unter seinen gekrönten süddeutschen Kollegen, geht es liberaler zu als in Preußen. Aber überall herrscht noch die fast vorsintflutliche hierarchische Rangordnung, die ausgerechnet im Leichenzug bei der Beerdigung gekrönter Häupter am peinlichsten beachtet wird. Beisetzung des Großherzogs von Baden, der in Versailles das erste Hoch auf den deutschen Kaiser ausbrachte. Dem Sarge folgen als erste die deutschen Bundesfürsten. Der Kaiser hat seinen Platz in der ersten Reihe rechts außen. »22 Souveräne, darunter der Fürst von Schaumburg-Lippe mit knapp 6.000 oder der Fürst von Waldeck mit ganzen 2.793 Untertanen. Das Offizierskorps, dann die Hofbeamten. Nach der preußischen Hofrangordnung gehört ein Oberst in die 35. Rangstufe, der Berliner Oberbürgermeister in die 39. Nach den Hofbeamten die ausländischen Diplomaten. Schließlich ganz am Ende die Akademiker, die Professoren. Nur bürgerliche Zivilisten. Als Reserveoffizier gilt der Bürgermeister mehr als in seinem bürgerlichen Beruf. Wo zivil so wenig zählt, pflegen die Zivilisten militärische Tradition. Schützenvereine marschieren, Ehrenjungfrauen bringen stolze Banner. Thank you.
Nationales Pathos ist der Stil der offiziellen Kunst. Der Kaiser meint, es ist die Aufgabe des Künstlers, an der Erziehung des Volkes mitzuwirken und den arbeitenden Klassen die Möglichkeit zu geben, sich am Ideal zu erfrischen. Hofmaler, Hofpoeten, Hoflieferanten. Aber auch ein Adolf Menzel steht hoch in des Kaisers Gunst. Schlachtengemälde haben natürlich höchsten Kurswert. Menzel malt anderes. Seine Bilder aus dem höfischen Milieu, wie das Ballsouper oder das Flötenkonzert von Sanssouci, entzücken den Kaiser. Wilhelm überhäuft den winzigen Maler mit Orden, über die die Karikaturisten spotten. Aber Menzel sieht nicht nur den Hof. Er ist einer der ersten Künstler, die die moderne Industriewelt entdecken. Auch Max Liebermann zeigt schon den arbeitenden Menschen, nicht Ross und Reiter in der Schlacht. Das Milieu der Elendsviertel zeichnet Zille. Der Kaiser nennt das Rinnsteinkunst. Liebermann führt die Revolte der Maler gegen die offizielle Kunstrichtung in Berlin an, die Sezession. Eugen Spiro und auch Lovis Corinth sind dabei. Und immer mehr entwickelt sich die Malerei über den Expressionismus zu gegenstandsloser Kunst, im Protest gegen ihre Zeit. In der Musik gibt es eine parallele Entwicklung. Arnold Schönberg leitet den Übergang zur Atonalität ein. Prinz Ruprecht von Bayern kommt zur Enthüllung einer Wagner-Büste in die Walhalla. Wagners Musik scheint der vertonte Zeitgeist, germanisch-romantisch. Dieser Zeitgeist ist ins Extrem gesteigert, wenn König Ludwig von Bayern als Schwanenritter posiert. Auf Gerhard Hauptmann, der in Stockholm den Nobelpreis erhält, war der Kaiser böse. Nach der Uraufführung der Weber kündigte er seine Loge im Deutschen Theater. Von Max Liebermann wird Hauptmanns Anklage gegen das Elend der schlesischen Tuchweber aufgenommen und von Käthe Kollwitz. Kurz vor der Jahrhundertwende ist eine neue Kunstgattung entstanden, der Film. Anfangs nur Klamauk. Bei den Franzosen wird der Klamauk schon bald zur Komödie, die Zunge des Dienstmädchens. Jahre später gehört das neue Medium schon fast zum Establishment. In Hamburg gibt es einen eigenen Filmkongress. Große Schauspieler wie Alexander Moissy geben bereits Gastspiele beim Film. Andere, wie Asta Nielsen, hier als englische Frauenrechtlerin, desertieren ganz zum Zelluloid. Die Damen der Gesellschaft halten in Deutschland nicht viel von der Emanzipation der Frau. Nach Ansicht des Kaisers gehört die Frau in die Kirche, Küche und Kinderstube. Öffentliches Auftreten nur für mildtätige Zwecke. Durch den Blumenkorso im Tiergarten will der Kaiser seiner Hauptstadt gesellschaftlichen Glanz geben. Die Sache funktioniert nicht so recht, denn im Gegensatz zu England akzeptiert in Deutschland der alte, aber ärmer gewordene Adel das neue, aber reicher gewordene Bürgertum nicht. So bleibt die Oberschicht fein, aber unbemittelt. Wer ihrem steifen Kommand entfliehen will, entdeckt den Reiz des Landlebens. Picknick wird modern. Aber bei den gesellschaftlichen Ereignissen gibt immer noch der Adel den Ton an.
Die Stadtbürger imitieren den Stil der Landjunker, denn es ist der Stil des Hofes und man will hoffähig werden. In der Mode sind die wohlhabenden Bürger den Junkern voraus, schon durch das Portemonnaie. Hosenröcke, meldet die Presse, können sich nicht durchsetzen. Wer sie trägt, wird verspottet. Im Sommer 1913 wird das Deutsche Stadion in Berlin-Grunewald eröffnet. Der Präsident des Reichsausschusses für Olympische Spiele schreibt dazu: Unsere Jugend wird immer mehr und immer freudiger turnen und spielen. Aus blassen Kindern werden rotbackige Knaben und Mädchen und gesunde Väter und Mütter. Das deutsche Stadion füllt sich mit gewandten und geübten Jünglingen, die keinen Gegner der Welt zu scheuen haben. Und die segensreiche Folge des Ganzen ist ein starkes Geschlecht. In diesem Stadion sollen 1916 die Olympischen Spiele stattfinden. Aber 1916 wird sich die Jugend der Welt nicht in friedlichem Wettkampf in Berlin messen. 1916 werden vor Verdun Millionen verbluten. Nach der Einweihung des Stadions lässt sich der Kaiser hervorragende Sportler vorstellen. Sein Interesse am Sport ist echt, aber er sieht die Leibesübungen vorwiegend unter vaterländischen Gesichtspunkten, wie sein Sportpräsident. Gerade der Verlauf der letzten Olympiade hat gezeigt, wie sehr diese Spiele geeignet sind, auch nationale Begeisterung zu wecken. In London hatte 1908 die erste größere Olympiade der Neuzeit stattgefunden. Größtes Aufsehen erregte das Unglück des Marathonläufers Durando. Als er als erster zur Schlussrunde ins Stadion einläuft, findet er die Richtung nicht. Man weist sie ihm. Er taumelt wie betrunken über die Bahn, bricht mehrmals zusammen. Schließlich, als hinter ihm der nächste Läufer auftaucht, hilft man Durando auf, er wankt über die Ziellinie. Durando ist Erster, aber er wird disqualifiziert. Bei den übrigen Disziplinen Tauziehen etwa, dass die englischen Bobbys gewinnen, oder Bogenschießen der Damen, eine der nur drei Sportarten, zu denen Frauen überhaupt zugelassen sind, wenn auch ohne Medaillen, bleibt das öffentliche Interesse minimal. In Stockholm 1912 ist das schon ganz anders. Jetzt erst hat sich die olympische Idee durchgesetzt. Auch der Frauensport wird mehr anerkannt, wenn auch etwa zur deutschen Mannschaft nur vier Damen gehören. Die Deutschen werden übrigens bei der 4x100-Meter-Staffel disqualifiziert, weil sie die Wechselmarke überlaufen hätten, obgleich ein Foto das Gegenteil beweist. Unterschiedlich wie die Startpositionen der Läufer sind damals schon die Meinungen. Ein Amerikaner wird Sieger im Marathonlauf, Höhepunkt der leichtathletischen Disziplinen. Die Preisverteilung erfolgt sozial abgestuft. Die Goldmedaillen verleiht Schwedens König, während Silber der Kronprinz verteilt, Bronze nur ein simpler Prinz. Im Fußball erzielt Deutschland im Trostspiel gegen Russland ein 16:0. 10 Tore schoss ein deutscher Jude, Fuchs. Im Ersten Weltkrieg wird er hochdekoriert, nach 1933 muss er emigrieren. In Deutschland ist Fußball schon Volkssport geworden. Gegen England haben die Deutschen keine Chancen, aber von 30 Länderspielen bis 1914 gewinnen sie immerhin 6, 5 gehen unentschieden aus, 19 werden verloren.
Aber Sport wird auch als vormilitärisches Training betrachtet. Gepäckmärsche machen fit für die Infanterie. Geländespiele der Pfadfinder. Im Gegensatz zum Wandervogel, der sich um 1900 als Protestbewegung gegen die erstarrte, muffige Lebensform des Bürgers bildet, ist die Pfadfinderschaft militärisch gedrillt. Bald wird der Idealismus dieser Jungen im Dienst des Nationalismus stehen. Auch der Kronprinz kommt zu den Pfadfindern. Der Kronprinz, hier bei der Besichtigung einer Unteroffiziersschule, gibt sich schneidig. Sein puritanischer Vater hält ihn für einen Playboy, die Welt für einen Militaristen. Das ist das Bild, das man sich draußen von Deutschland macht. Das ganze Reich ein riesiger Kasernenhof, ein kriegslüsterner Militärstaat. Der Kaiser mit seinen martialischen Reden von schimmernder Wehr ist mitschuld an diesem Bild. Die Kaisermanöver bieten ein prächtiges Schauspiel. Für einen zivilen Manövergast wie den amerikanischen Präsidenten Roosevelt, für den Manövergast Winston Churchill. Aber Churchill sieht nicht nur das Schauspiel, er kennt die wirklichen militärischen Stärkeverhältnisse und die Situation eines Reiches in der Mitte Europas mit ungeschützten Grenzen. Krupps riesige Waffenschmiede liefert die Kanonen für das deutsche Heer. Aber Krupp, hier mit dem Kaiser, verkauft an die ganze Welt. Und es gibt auch andere Rüstungsgiganten, etwa Schneider Creusot in Frankreich, Vickers in England. 1913 gibt Deutschland pro Kopf der Bevölkerung für die Rüstung 31,27 Mark aus, England 32,90 Mark. Es ist das letzte Friedensjahr.